Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3 mit Rosinen. Mit Rosinen. Mit den Rosinen. 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 Letzte Folge war weltbewegend. Wir haben unsere Dynastie in die Welt hinausgetragen, was ich ganz, ganz toll finde. Wir haben unsere Gebiete verloren. Alles super. Hatte sehr viel Spaß. Ransom. Das sieht doch mal nice. Payment. Das ist mir noch zu wenig. Wir können. Nee. Das Ding ist tatsächlich, ohne Witz, diese Contracts sind eigentlich komplett nutzlos aktuell, weil sie uns eh nichts bringen. So, die sind alle so schwach. Das ist, die kriegen alle so wenig Geld. Oder so, die haben alle so wenig Truppen, dass es überhaupt nichts bringt, wenn wir das irgendwie anpassen würden. Ja, mit plus 50 Gold. Also sie brauchen unbedingt Gold. Ich möchte unbedingt König werden. König von Western Manen. Kaiserreich können wir hier nicht gründen. Auf unserem kleinen Popelfleck, da müssen wir ein bisschen weiter nach drüben gehen. Haben wir Ulaid, Laikin, Umhumrain und Konachta. Alles total falsch ausgesprochen. Ich weiß, müsst ihr mir nicht sagen, weiß ich selber auch so. Aber trotzdem danke auch hier nochmal für den Hinweis. Was wir hier machen könnten, wäre natürlich auch wieder Plünderbesuch, wobei da gibt es wenig Loot. Da gibt es viel Loot. Okay, also nichts Persönliches. Wie wäre es mit dem Krieg? Nenne ich ihn Raid Kingdom Cattle Raiding. Nennen wir das einfach mal Cattle Raiding, was wir treiben. Ist eigentlich kein Cattle Raiding, ist eigentlich nichts weiter wie, die möchte ich ausnehmen, bis sie kein Geld mehr haben. Oh, minus 0,3. Alleine das Übersetzen kostet mich schon 18 Gold. So viel Cattle kann ich gar nicht raiden. Halt. Cattle decreases by 2, Cattle decreases by 2. Okay, wir verlieren. Ach Gott, ihr geht mir am Sack. Warum klauen die alle meine Tiere? Hm? Ah, okay. Ich nehme alles zurück. Oh, und 100 Gold auch noch. Geil. Sehr nice. Wargod Prayer. God of Fertility Prayer. Okay, nehmen wir mal das erste. Und dann belagern wir jetzt erstmal hier, wie heißt das Ding? Belly Walter. Klingt wie so ein Name aus irgendeiner West Soap. Belly Walter. Oh, look. It's Belly Walter. She's so beautiful. Danke fürs Gold. Was ist denn das hier oben eigentlich, wenn es fertig ist, wenn ich fragen darf? Ein Gold, Alter. Haut doch ab. Hab ich da noch einen Krieg? Nur mit zwei in den Krieg, den da unten. Würde das Sinn machen, die zu besuchen? Also, nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also wegen 7 Gold. Wir haben ja, boah, die haben 4 Kettel. Ich raube denen dann einfach mal ein Kettel. Ein Viech. Jetzt sind es nur noch 2. Habe ich die gleich einfach genommen schon, oder? Was ist das eigentlich, wenn es hier fertig wird? Ziemlich verlustreiche Sache. Aber was macht man nicht alles für seine Feinde? Oh, sorry. Warum kann ich denn von ihm jetzt auch nehmen? Okay, von ihm Payment, ja, verstehe ich. Und wer bist du jetzt auf einmal? Househead. Achso, ja, das ist cool. 403 Gold. Wölfe. Es waren Wölfe. Deswegen habe ich mich gerade so ein bisschen aufgeregt, weil quasi Wölfe hier. Wir haben 500 Gold. Und ich werde das Geld ausgeben, um meinen Königstitel zu gründen. Oder auch nicht. Hat sie gerade wieder erledigt. Ich habe nicht genug Duchy-Titel. Egal. Wir machen frohen Mutes weiter. Frohen Mutes. Betonung auf frohen Mutes. Machen wir einfach weiter und ignorieren das Ganze, was jetzt schon wieder geschehen ist hier. So. Schauen wir mal ganz kurz. So viel Kettle werden wir gar nicht bekommen, weil die haben eh keinen Kettle. Wir haben 6. 19. Es ist armselig, dass meine Hauptstadt keinen Kettle hat, aber alle anderen haben einen Kettle oder was. Es bleibt bei 6. Es hat uns übrigens überhaupt nichts gebracht fürs Protokoll, da den Krieg zu erklären. Das war einfach so nutzlos wie Zahnstein. Die könnte man mal angreifen, aber die haben leider Verbündete. Ich hasse das, wenn Leute Verbündete haben. Was ist denn immer wirklich... Ich verstehe es halt nicht, was die gegen meinen Cattle haben.
So, was ist denn euer Problem mit meinem Kettle? Ich verstehe es nicht. Lasst es doch in Ruhe, das arme Viech. Halt, als ob die gesamte Welt mein Viech hasst. Ich kriege einen Anfall. Aber die können wir mal plündern, oder? Holla. Holla, holla. Oh. Nun denn? Ich bin ja zum Glück ein kriegerischer Charakter. Aber Kettel... Ich wollte euch alle ausheben. Aber Kettel plündere ich eigentlich immer gerne. Wie viele Leute habt ihr denn gegen mich? 85? Oh, mehr als ich dachte. Ah, okay. Was machen die denn jetzt? Okay, irgendein Hook ist expired. Ist mir eigentlich egal. Soll ich mein Geld bekommen? Kann expiren, was hier will. Der soll mal gucken, dass jetzt irgendwann mal ein Geld kommt. Also wir kriegen hier auf alle Fälle Geld und wir kriegen hier jede Menge fettes Kettle. Oh, ich krieg einen Anfall. Die Events sind ja schlimmer als alles andere. Halt. Auf alle Fälle haben wir erst wieder Gold bekommen. 21 Gold. Und haben wir das Kettle jetzt auch gleich uns geholt? Nee. Wir haben jetzt eh wieder 0 Kettle. Hä, das ist schon ein bisschen verarsche. So, jetzt haben wir 4 Kettle. Also ich habe ein... Achso, es wird... Ah, warte mal. Ja, pass auf. Es wird ja auch Kettle getötet, wenn ich das Ding erobere. Das ist eine Sache, die ich wieder ein bisschen verdrängt habe, tatsächlich. Das ist eine Sache, die ich verdrängt habe. Es ist schön zu sehen, dass die genauso wenig Kettle haben. Das beruhigt mich ein bisschen. Dann geht es mir nicht ganz so scheiße, aber ich bin relativ angepisst aktuell aufgrund dieser Kettle-Situation. Falls ihr es nicht mitbekommen solltet, jetzt wisst ihr es. Alternative Raiding. Reading, Entschuldigung. Okay, 100 Frömmigkeit oder wir bekommen Focused Reading plus ein Learning. Auf beides kein Bock, um ehrlich zu sein. Darf ich das sagen? Ist es erlaubt, dass ich sowas sage? Ich weiß es nicht. Die sind relativ schwach, der Verbündete von denen ist auch nicht allzu stark. Hier gibt's Fat Kettle und Fat Loot. Hier gibt's Fat Kettle und kein Loot. Hier gibt's Fat Kettle und Fat Loot. Ja, ich denke mal, die besuchen wir mal, oder? 17. 25, 22, 42 Gold und halt Fat Kettle, ne? Ja. Seinen alten Augenring. Also, wir haben ein Druckmittel. Ja, eigentlich wäre es nice gewesen, hätten wir das vielleicht schon vorher geschafft, auch das Königstum gründen zu können. Aber leider. Studying Marshall. Wer ist das denn? Sie bekommt das. Ach, meine Frau. Ach, sie kann jetzt einen von denen unterrichten. Meinen Sohn und Erben. Ja, machen wir doch das mal, würde ich einfach mal sagen. Collect Taxes plus 25%. Bringt das überhaupt irgendwas? Nicht wirklich. Eigentlich gar nichts, um ehrlich zu sein. Dann tun wir wieder mal unsere Untertanen erpressen. Wird dir nicht passen, ist mir egal. Das Gold nehme ich halt immer gerne mit. Und dann würde ich sagen, dann erklären wir doch denen jetzt mal, wie ich das schon zuletzt angekündigt hatte, den Krieg. Weil sie mit denen verbündet. Ah, die sind halt so schwach, ne? Also ich weiß nicht, wie die so schwach sein können. Die sind eigentlich gar nichts wert. Der Typ ist auch nicht der beste Befehlshaber. Dann heben wir mal unsere Truppen aus. 346 Mann. Und dann landen wir mal hier unten direkt in der Barony of Killef. Das wird uns auch gleich unser komplettes Gold wieder mitgeben. Und was wir auch gleich mal machen können ist... Wir können sogar unser Hausmember hier noch mitrufen. Nun dann. Wie viele Truppen bringt denn der mit? Sehe ich das richtig? Ich glaube, 100 bringt damit. Die 257 Mann werden uns nicht angreifen. Mit den 270 Mann brauchen sie uns auch nicht angreifen. Okay, das Geld hier haben wir schon mal drin. Ich bin so fasziniert, wie langsam die Zeit eigentlich vergeht, ne? Also vergeht schon schnell, aber es passiert halt eigentlich nicht wirklich viel im Sinne von, dass halt wirklich viel abgeht sozusagen. So, jetzt machen wir mal das hier. Mal gucken, was wir bekommen. Aggressive Fighter. When fighting and bla bla uses his strength and talent for violence to take advantage. Genau das Gegenteilchen. Oder Cunning Fighter.
Wir sind Defensive Fighter geworden. Hervorragend. Und fighting Kaomin an Oare keeps their guard up and waits for the enemy to make a mistake. Keine Ahnung, was das jetzt genau bringt. Ah, mein Rivale ist im Knast. Kann ich ihn einfach umbringen? Ja. Lieber nicht, ansonsten geht ihm am Ende noch an die Gurgel oder irgend sowas. Oh, was? Das Druckmittel ist ausgelaufen. Nein. Da geht er hin, mein Königstitelchen. Super. Ganz toll. Dankeschön für die 16 Gold, trotz allem. Warum ist der Krieg jetzt nicht vorbei? Achso. Die Hauptstadt lohnt sich auch nicht so wirklich. Das Ding könnte man mal besuchen gehen. Ich mache auch irgendwie keine Gefangenen, ne? Normalerweise würde man denken, okay, macht die fett Gefangene und kriegt ihr überall Gold durch Lösegelder oder so. Oh, was ist das schon wieder für ein Geschmarre? Schmugglerring, na klar. Freilich. Freilich, Leute. Was wird denn das jetzt, wenn es hier fertig ist? Ihr wollt mich doch flachsen. Das kann mir echt keiner erzählen, was hier schon wieder passiert. Da kommen irgendwelche Idioten. Ist das traurig? Sie sind auch noch. Also wir haben. Wer kommandiert denn die Armee? Wir schauen uns erstmal an, wer die Armee anführt. Die Armee wird angeführt von. Wer führt denn die Armee an? Ach Gott. Also er ist auf alle Fälle gar nicht so schlecht. Er hat einen 30er Wert. Aber wir sollten besser sein. Vor allem wir verteidigen. Aber wir verlieren die Schlacht tatsächlich. Obwohl wir eigentlich relativ gut aufgestellt waren hier an der Stelle. Der Krieg ist vorbei. Die haben den Krieg verloren, haben Gebiete abtreten müssen. Ja, ein bisschen ärgerlich schon. Aber gut, wir haben nochmal 19 Gold bekommen fürs Plündern hier. Haben leider auch viel Truppen verloren. Das ist eine negative Sache. Aber wir haben jemanden gefangen genommen, hervorragend. Dankeschön. Und jetzt können wir ganz entspannt endlich den Königstitel gründen. Und das Kingdom of Western Menen gründen. Das ist ganz wichtig. Da gibt es uns aber auch keine Domänenschwelle. Ihr seid vielleicht schon richtige Geizknochen, dass ihr nicht Domänenschwellen gebt dafür, wenn man dann einen höheren Titel inne hat. Aber gut. Kann ich dich jetzt vasalisieren? Was, his realm is distant from ours? Lol, Tatsache. Einfach diese Lakase haben sich da einfach eingemischt. Um die müssen wir uns kümmern. Um die Lakase müssen wir uns kümmern. Wo sind meine Truppen eigentlich wieder? So, das Ding belagern wir jetzt auch noch. Dann sind wir hier durch. Dann holen wir uns die Lakase. Dann versuchen wir unseren ehemaligen Kollegen wieder zu. Ach lol, die haben da unten auch noch Gebiete. Das wusste ich nicht. Ist aber irrelevant. Wird hier dann Frieden schließen an der Stelle. Würde ich mal sagen, weil was anderes, denke ich, macht das hier eh keinen Sinn. So, ich setze unsere Forderung erstmal durch. Dankeschön. Impose on... Was? Impose one heir. My life's work threatens to be undone when I depart this world. 500 Prestige, 500 Frömmigkeit. Lol, wie geil. Und wann gibt es diese Entscheidung? Wenn man 60 ist oder was? Oder wenn man alt wird? Aber das ist geil. Ich habe jetzt einfach nur noch einen einzigen Erben. Du Opfer. Entschuldigung. Ich hätte das nicht sagen sollen. Was ich jetzt aber machen möchte, ich möchte auf alle Fälle hier in Wade Kingdom. Und dann holen wir uns das hier und werden aber das andere auch noch besetzen. Ich weiß gar nicht, ich habe nicht mal geguckt, wie viele Truppen die haben. Egal. So, also was wir jetzt machen werden, wir werden erst das hier erobern. Dann bekommen wir das nämlich automatisch mit. Also erstmal kurz die Armee da platt machen. Okay. Und dann ist das Ziel hier an der Stelle. Also quasi, das ist ja Kriegsgrund. Das heißt, das kriegen wir automatisch. Und Invasion bedeutet, wir bekommen auch das, was wir besetzt haben. Das heißt, wir bekommen das und das. Und auch, dass wir König sind, ist es auch alles relativ entspannt. So, wir haben auch das Ding direkt gewonnen. Machen wir noch kurz weiter. Wobei, das lohnt sich eigentlich gar nicht.
So, damit haben wir beide Gebiete bekommen. Jetzt bin ich natürlich leider über die Domänenschwelle, das ist nicht schlimm. Dann geben wir das ab an ihn. So, jetzt ist die Frage, würdest du annehmen? Ja, er würde annehmen. Er würde nicht annehmen. Was bist denn du für ein Idiot? Darf ich das überhaupt sagen? Das würde akzeptieren. Was ist dein Problem? He belongs to our dynasty. Opinion. Okay, pass auf, wir versuchen ihn mal zu... Wir schicken ihm mal ein Gift. Boah, es ist teuer. Alter. Bah. Wir swayen ihn einfach mal. Vielleicht klappt's ja. Gucken wir mal, dass wir ihn zum Vasallen machen. Wir haben eine Faction gegen uns. Oh. Boah, kannst du nicht einfach sterben? Also, er würde... Schau mal. Das wäre das Einfachste. Aber er hat natürlich nicht angenommen. Umbringen wäre zu kostspielig. Platz im Rat... Er wäre ein guter Diplomat, tatsächlich. Das Problem ist, der ist uns immer noch wie die Pest. Scheiße. Das ist ein Problem, tatsächlich. Gucken wir, ob das halt klappt. Dauert 12 Monate noch. Hat eine 50%ige Wahrscheinlichkeit, dass das klappt. Okay, wir verlieren einfach mal Prestige. Ich möchte mein Gold behalten. Ich bin eigentlich jemand, der auch gerne Gold hat. Was ist denn hier schon wieder los? Warum kämpft ihr denn untereinander? Kann unser Reich nicht in Ruhe und vereint stehen? Nein, man muss immer kämpfen. Oh, der ist gestorben. Sehr gut. Das ist nur die Frage, welcher Typi ist jetzt... Es ist aber echt traurig, dass er gestorben ist. Wer ist denn dein Erbe? Hat sie was geerbt? Ja, sie hat leider auch den falschen Glauben. Naja, das Ding ist, solange die den falschen Glauben haben. Ach, wobei, so schlimm ist es tatsächlich, es ist nur minus 10. Eher das Problem, dieser offensive Wahrmalus. Dieser offensive Kriegsmalus ist eher das Problem. Ich kriege hier auch keine Möglichkeiten, um irgendwie die Beziehung mit ihm zu verbessern, mit meinem Söhnchen. Das ist aber auch nicht so nett. Ah, die Alte ist natürlich auch wieder mächtiger, was, ne? Ja, klar. Ja, freilich. Bloß immer jeder irgendwie seine scheiß Schnauze hier reinhält. Betrug! Mich wurde betrogen. Die Schafe, die wir gekauft haben, waren alle krank. Wenn das gut geht... Eigentlich ist es wurscht, wir können das machen. Oh, es ging gut, geil. Dass ich das mal erleben darf, dass was gut geht. Sehe ich ja übrigens am Gold. Wir haben Gold dazu bekommen. Das heißt, das bedeutete, dass es gut ging. Ah, jetzt kann ich ihn vasalisieren. Hervorragend. Können wir das sogar sein lassen hier an der Stelle. Und... Also mit Schaf und Vieh und Huhn und Maus. Meine umliegenden Provinzen sind alle super da mit Cattle und so, aber meine Hauptprovinz denkt sich so, wer ist dieser Cattle, von dem der Typ den ganzen Tag redet? Wer ist das? Und was macht er? Gut, auf alle Fälle, der gehört zu uns. Mein Freund. Ist auch schon viel Einnahmen. Okay, dann sollte ich noch die Vasallen scheinbar an ihre rechtmäßigen Besitzer abgeben. Das ist relativ nice, weil das sorgt auch dafür, dass die Alte mir gar nicht mehr auf den Sack geht. Damit schaffe ich mir hier die Fraktion vom Hals. Er kann sich jetzt um meinen Sohn drum kümmern. Übrigens nicht mein Erbe, das ist der enterbte Sohn. Der ärgert sich bestimmt total. Kann ich hier nicht irgendwas erobern? Wir haben noch einen Clam of Garth. Was für ein hässlicher Name. Was schaut das mit Plündern aus? 14, 17. Ja, also Plündern werden wir auf alle Fälle auch. So, muss trotzdem erstmal in die Provinz. Die ist auch relativ reich an Gold.
wie sie meine Hauptstadt belagern wollen. Ich glaube, die hängt. Schön. Greifen die als gerade meine Hauptstadt an. Ja, seht ihr, was ihr davon habt. Ah, haben den Krieg auch direkt gewonnen. Aber tatsächlich kein Interesse dran. Lieber verkaufe ich die wieder für Gold. Weil, ich hätte den Krieg gerne noch ein bisschen länger. Ah, scheiße, es hat nichts gereicht. Wir haben schon mal den Thronfolger gefangen genommen, ja. Oder den Thronbesitzer, wie es ja hier in dem Fall dann heißen würde. Okay, können wir denn was bauen? Auch schon seit Jahren nicht mehr geschaut. Ob wir in unserer Hauptstadt, immer ganz wichtig, unsere Hauptstadt was bauen können. Bisschen Tax-Einkommen, Levies, Defender Advantage, Barracks. Kettle Lookout. Kettle Growth plus 5%. Levis, na okay. Bauen wir mal so ein Kettle Lookout. Und ist er überhaupt gestorben? Im Battle. At age of 40. Toll. Und gegen wen hat er gekämpft? Battle of Ire. Okay. Ich glaube nicht, dass das was mit mir zu tun hat. Ich glaube, der hatte irgendwelche anderen Probleme. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass das mit mir zusammenhängt. Jedenfalls, jetzt ist der Typ Erbe. Ich meine, er ist 22, er ist hervorragend, er ist super. Er ist 22 Jahre jung, er hat Schulden, er ist ein Idiot. Werte sind okay, I guess. Hm. Er ist ein Firbolg, half-blooded Malaysian. Aber er ist weise. Das ist ja immerhin auch schon mal was. So, der Krieg wird eh gleich enden. Ja, das ist vorbei. Dankeschön. Jetzt haben wir eine neue Provinz. Übrigens, das Stewardship-Wert gibt uns auch kein Domain-Limit so wirklich, ne? Ja, also jedenfalls ist es fast unmöglich, viele Domänen sich aufzubauen. Und das ist halt auch absichtlich so. Also das kann man ja auf alle Fälle auch schon mal sagen. Also Sinn und Zweck. Das Ganze. I'm pouring over the ledgers that detail my car from my vessels. Also jemand betrügt mich. Mein Erbe. Mein Erbe betrügt mich. Hervorragend. Ja. Dankeschön. Fire, fire, fire. Tonight I have been woken up by screams of my servants. Screams every lord dreads to hear. Es gibt ein Feuer. Natürlich. Reinforced Security für 2 Jahre. So, in einer Sekunde, wo du Geld hast, in der nächsten Sekunde hast du es wieder nicht. Das ist, ein Teufelskreislauf. Holding Taxes plus 10%, Faith, ja, das ist ganz okay, aber soll sich jemand anderes gönnen? Der ist eh schon mal ein Vasall. Der hat noch nichts, schau. Bekommst du das? Dass du auch mal was hast in deinem Leben. Wie viel bekommen wir denn im Monat? 8 im Monat. Richer Capital. Das Ding ist, ich habe ja gar keinen Bock. Wisst ihr warum? Ich glaube, dass es total dumm ist. Wahrscheinlichkeit, dass es klappt. Jedenfalls, ich denke, dass es total dumm ist, von den umliegenden Provinzen Kettle in die Hauptstadt zu bringen. Denn wir verlieren nämlich unsere Hauptstadt. Okay, schon einfach gleich los. Jedenfalls verlieren wir hier die ganze Zeit unser Kettle und den umliegenden Provinzen nicht. Das heißt, ich glaube, dass es klüger ist, wenn wir den umliegenden Provinzen das Kettle haben und nicht hier. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Einfach so. So. Oh, nice. Oh, geil. Für 100 Prestige kriegen wir 10 Kettle dazu. Sehr gut. Und das hat auch unsere Einer wieder direkt mit nach oben. Und wir können jetzt auch tatsächlich unser erstes friedliches Errungenschäftchen freischalten. Vessel mit plus 5. Vessel Opinion plus 20. Building Construction minus 30. Domain Limit plus 1. Schau mal, da ist Domain Limit plus 1. Title Creation minus 25%. Was? Warum sagt mir sowas keiner? Er wird mein Freund. Das ist toll. Na dann. Befreunden wir uns doch mal mit ihm.
Warum habt ihr denn mal alle Bündnisse? Oh Gott, der ist groß und stark, wa? An Troim. 311, 458. Okay, wollte gerade gucken. Warte mal, Stopppause mal. 312, okay. Ich glaube, das war verbuggt die ganze Zeit. Was? Or is someone else? Okay. Re-credit Hamwin an Air of. Ja, ja, okay. Er ist halt gestorben mit 69 Jahren. Er ist wegen altem. Er ist halt alt gewesen. So, ja. So, jetzt ist er derjenige. Der ist der Thronfolger. Das ist toll. Jetzt ist nur die Frage, was heißt Or is someone else? Kann man einfach irgendjemanden auswählen und aus dem weiterspielen, oder was? Auch interesting. Machen wir jetzt natürlich nicht. Bin relativ unbeliebt, sehe ich gerade. Die hassen mich alle wie die Pest. Warum denn? Wegen Short Rain oder was? Short Rain. Titel Claimants. Lead Show. Achso, weil wir zu viele. Ja, 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 okay. Also, Hauptproblem ist erstmal, wir haben zu viele. Na? Das ist mal das Erste. Mein Onkel kriegt mal was. Das ist immer eine gute Idee, seinem Onkel was zu geben. Die werden dann bestimmt nicht hintergehen. Mein Sohn. Das Ding geben wir auch noch ab, oder? Ja, komm. Mein Bruder hasst mich aber auch wie die Pest, ne? Warum haben wir einen At-Peace-Malus? Wir haben Warmonger Tenet. Okay, wir sollten das auf alle Fälle dann quasi Krieg führen mal. Hauptsache, meine komplette Familie ist voller mächtiger Vasallen. Also hier haben wir ja nichts, genau, das ist wieder... Aber hier haben wir schon einen Punkt freigeschaltet. Auch interesting. Und würde ich sagen, wir machen hier in nächster Folge dann weiter. Also müssen wir erstmal einen Lifestyle-Fokus machen. Okay. Dann würde ich sagen, wir machen hier auch in dem Fall erstmal wieder... Ich weiß es gar nicht, vielleicht machen wir sogar Truth is Relative hier in dem Fall. Dann können wir nicht nachher mit Gold Obligations das freischalten. Oder wir sorgen halt dafür, dass wir quasi die Macht behalten. Machen wir einfach das. Vorher Natural Dread plus 30, glaube ich, erstmal ganz nice. Und dann können wir jetzt hier halt eben Popular Opinion plus 5 auch nochmal auswählen. Sollte auch nochmal ein bisschen was helfen. Und dann gucken wir uns nächste Folge hier an, wie es hier weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüssi.